So, Two and a Half Men, the first minutes in German. TNT-Serie, täglich folgen. Ich will so ein Ding haben. Willst du etwa kein Rührei machen, während das Ei noch in der Schale ist? Okay. Neue Regel. Du darfst beim Shoppingkanal nicht trinken. Wenn du eine Decke mit Ärmeln zu Weihnachten kriegst, wirst du deine Meinung ändern. Hi, Jake. Darf ich dir Trauben und Käse anbieten? Darfst du, aber ich will nichts. Okay. Und was gibt's Neues? Wie geht's deiner Freundin? Ist doch Privatsache, oder? Entschuldigung, ich war nur neugierig. Warum? Schreibst du ein Buch? Ja, das heißt der Tag, an dem Jakes Onkel ihm in den Arsch trat. Und wenn schon? Oh nein, geh nicht. Wir haben's so gern, wenn du hier bist. Hab ich was falsch gemacht? Ja, du hast ihn anthropomorphisiert. Was? Das bedeutet etwas vermenschlichen, was nicht menschlich ist. Das machst du doch auch mit deinem Kater, was mir offen gesagt mehr einleuchtet. Ich habe den Eindruck, dass Jake mich nicht mag. Siehst du schon wieder. Also, nimm das doch nicht so persönlich. Er ist ein Teenager. Du weißt schon, das Stadium zwischen Mittelstufe und Methadonklinik. Ich würde ihn gern besser kennenlernen. Ich kenne ihn schon. Glaub mir, da verpasst du gar nichts. Na hör mal, irgendwas muss doch unter seiner unfreundlichen Schale stecken. Ja. Ein Fünfer-Schüler mit einem Dauerständer. Oh. Ginsu-Messer. Willst du Highschool zeigen? Nein, also das wollte ich in der Highschool nicht. Ach echt? Autosex?